Hallo und herzlichst willkommen zurück zu Alien Isolation. So, liebe Leute, jetzt wird's lustig. Und wir haben genau, ja, quasi einen Flammenwerfer-Schuss. Aber wir können speichern, das ist schon mal sehr viel wert. Jetzt wird's heftig. Ob das jetzt die heftigste Stelle des Spiels ist oder die andere, die noch kommt, das verrate ich euch nicht, aber... Stabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Okay, das ist echt unnötig, dass das auch noch kommt. Auf jeden Fall ist die Station ziemlich am und im Arsch. Also ich kann mich hier einfach nur verstecken von dem Typ, oder was? Okay. Wenn ich eine Karte zufällig dabei hätte, ne? Habe ich aber nicht. Vielleicht ist der jetzt auch verbrannt, der Android. Ist das möglich? Oho. Läuft der jetzt hier lang oder was? Also, puh. Er hat einfach aufgehört zu brennen, das ist doch asozial. Gut, wir haben jetzt nicht so viele Deckungsmöglichkeiten. Aber ganz wichtig, dass hier ein Luftschacht ist oben. Ah, ich weiß nicht, ob ich den töten kann. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Ich probier's. Ich hoffe, dass er auch nicht aufmerksam drauf wird. Dann habe ich einfach mehr Ruhe, wenn er tot ist. Das Bolzenschussgerät hat mir sehr gute Dienste erwiesen. Ja, wäre auch schön gewesen, wenn mir Flammenwerfer Zeug gegeben hätte. Okay. Ich hätte noch umgehen können, aber. Das ist schon lustig jetzt. Was haben wir gelacht? Ja. Fuck. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den orbitalen Notfallkoordinator erteilt wurde. Okay, bin ich auch im Präsentierteller. Danach irgendwas. Komm, mach hin. 1984. Okay. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf den. Ja, ich bin auf dem Weg. Aufsichtssystem.
Schlüsselkarte. Sehr gut. Na, 110. Ja gut, das sind zwei Schuss vielleicht, wenn ich es richtig anstelle. Muss ich denn hin? Ich bin einfach viel zu langsam. Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Hafen Molotow-Cocktail fährt mir nur was. Fuck. Der Rauchkanal bringt mir nichts. Scheiß auf den Sensor. Speicherpunkt wäre geil. So. Speicherpunkt, der wäre richtig geil, ne? Tür verschlossen. Ups, da ist was. Ach so! Ey, bleib bitte weg. Ich habe jetzt gerade echt keine Zeit für sowas. Ich finde, der Molotow-Cocktail haut schon rein, ne? Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den orbitalen Notfallkoordinator erteilt wurde. Müssen wir hier lang? Nee, doch. Ich weiß gar nicht, was da hinten noch ist. Gar nichts. Doch, da ist ein Rundgang. Ah, hier ist irgend... Boah, vielleicht ist der Flammenwerfer-Munition, das wäre so geil. Ah, super. Fuck. Speicherpunkt, der wäre so gut jetzt, ne? Leute. Ah, hier sind wir, okay. Ja, ihr seht, links und rechts sind Scheiben und Räume, die zu diesen Scheiben gehören. Ein langer Gang ohne Deckungsmöglichkeiten. Speicherpunkt meine ich. Fuck. Ich dachte, hier wäre ein Speicherpunkt. Boah, das ist so heftig jetzt, Leute. Das wird zu heftig. So gern speichern, ne? Speicherpunkt. Speicherpunkt. Ja! Ja! Boah, ist das gut. Ist das gut, ey. Ich werde jetzt auch richtig emotional, weil es kommt echt die heiße Phase jetzt langsam und es wird jetzt wirklich richtig krass werden alles. Oh.
Gut, ist egal. Ich habe gespeichert. Das kann mir kein Mensch mehr nehmen. Außer die PlayStation brennt jetzt irgendwie durch. Und wir haben... Wie geil. Sondern nur 25 Schuss. Aber mit einem... Na gut, sind zwei. Ja, zwei Schuss sind es insgesamt. Also zwei Ladungen kann ich abfeuern. Okay. Wir machen jetzt hier gar kein großes Geschiss. Das Alien ist nicht in der Nähe. Wir haben gespeichert. Nein, werde ich definitiv nicht tun. Das könnt ihr aber glauben. Also. Das Kapitel ist für mich... Das ist durch, das Thema für mich. Das Kapitel ist beendet. Lag hier was? Boah, das wird zu heftig werden. Oh. Wahrscheinlich schaffe ich das so auf Anhieb direkt. Ist ja immer so. Oh, mein Headset ist schon ganz verrutscht. So, wir müssen... Das Alien kann von überall jetzt kommen. Oder beziehungsweise uns von überall her sehen. Das ist das Problem. Okay. Das sind schon... Notfallsituation. Gehen drei Schuss. Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtssynthet. So, vielleicht nicht zu viel, Verballer. Gut, Synthet ist immer ein schlechtes Wort. Ging nicht anders. Sie uns hören können und Sie Teil des Teams sind. Wir haben den Wohnbereich Zufluchtsort abgeriegelt. Es gibt einen Weg hinein, einen heraus. Es sind zwar noch Leute unterwegs, die Waffen und Vorräte plündern, aber es sieht so aus, als hätten wir uns gerade noch rechtzeitig eingeschlossen. Die Seekson-Syntheten bewegen sich von ihren Stationen fort. Ich habe öffentlichen Bereich gefunden. Seien Sie wachsam. Oh, und wenn Sie uns hören können und Sie nicht Teil des Teams sind, versuchen Sie nicht, uns zu finden. Wir werden das Feuer eröffnen. Danke für die Warnung. Generator funktionsbereit. Ja, das ist ja schön, dass der funktionsbereit ist. Wie funktioniert der da nicht? Hier ist ein Kabel. Folgen wir jetzt einfach mal. Wow. Das Geile ist ja wenigstens, dass wir diese Zielmarkierung haben, was wo wir hin müssen. Was werden jetzt irgendwo in den Lüftungsschächten? Ach so, ja, Schlüsselkarte, okay. Das ist gut. Scheiße. Das Alien hat es übrigens erst spät. Da gibt es eine Sequenz, wo man sieht, wie das Alien im Nebenzimmer einen sieht. Aber jetzt habe ich jetzt einfach verrafft. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den orbitalen Notfallkoordinator erteilt wurde. Nebenraum. So kann ich jetzt nichts machen, hä? Ach, die Tür ist offen. Und jetzt? Speichern? Müssen doch den. Na gut, der Generator ist ja schon an, deshalb vielleicht. Okay. Da liegt was, Sprengkapsel.
bin so angespannt, Leute. Das ist der Hammer. Pala. Obwohl ich gerade gespeichert habe. Ich sehe ihn nicht. Ups. Steckt in der Wand drin. Weißt du, wenn wir so ein Bug wären, der würde einfach so feststecken. Das wäre so geil. Komm, geh in Lüftungsschacht, bitte. Ich möchte sie nicht verlassen. Ich fühle mich hier so wohl. Oh, da ist er. Komm, geh in den Lüftungsschacht rein, Mann. Ich bin so angespannt gerade. Ich würde einfach mal gerne den Raum hier verlassen. Das wäre einfach mal so richtig schön. Ich weiß nicht, ob mir das was bringt, was ich jetzt hier tue, aber ich mache es trotzdem. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, Leute. Deswegen muss das Vieh sich verpissen. Ich brauche ein bisschen Zeit und Ruhe. In der Reihenfolge. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den Orbitalnotfallkoordinator erteilt wurde. Leute. Es ist so müßig gerade. Boah, das ist so nervig, ey. Jetzt könnte der Geräuschmacher mir helfen, aber... Ich will nur mal aufheben. Und vielleicht kommt mich eine Szene, die ist noch ein bisschen kniffliger. Da muss ich durch. Wo der Penner jetzt gerade steht. Ich bin schon mal in der richtigen Richtung. Der ist im Lüftungsschacht. Ja. Ich weiß, ob das Alien auf Licht reagiert. Ich würde jetzt mal denken, ja, ich kann es mir aber andersrum auch nicht vorstellen. Ja, sehr geil. Station evakuieren. Dies ist keine Übung.
Okay. 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 Einfach nur okay. Alles gut, Leute, das war nur gescriptet. Jetzt habe ich ein Problem. Fuck. Ist egal, ich habe gerade gespeichert. Wo muss ich hin? Da rein? Ja. Anscheinend Ionenschneider. Ich habe jetzt keine Ruhe, weil mich das Alien von jeder Seite sieht. Also, eigentlich nur von zwei Seiten. Das reicht auch schon. Da hinten ist, glaube ich. Ich sehe es nicht. Hier rechts ist es von mir. Thank you.